Tiger Shark. Das ist sicher eine doofe Idee. Wo ist er hin? Da ist er hin. Da ist er, da ist er. Zack. Und nochmal, hä? Nochmal? Nochmal? Nochmal. Und nochmal. So. Wie gefällt dir das, hä? So fühlt sich das an, nämlich. Wenn man verarscht wird. Wie oft müssen wir den noch pieksen? Komm her, du dämlicher Hai. Der hat gelacht. Kann hier einfach durch die Landschaft schwimmen, durch die Hügel, durch die Vorsprünge, Klippen, kann alles durchschwimmen, der blöde Hai. Wir werden uns nie verstehen. Bis zum letzten Atemzug werden wir uns bekriegen. So, ist er jetzt weg oder kommt er nochmal? Wenn er weg ist, dann sage ich Tschüss. Ah, hier ist er. So, komm hier. Ich krieg hier so ein starkes Findet Nemo-Feeling irgendwie. Wir haben den Hai getötet. Kann ich den jetzt aufspießen? Kann ich den irgendwie zerlegen? Ha! Sharkfilet. Toll. Grüß Gott, Herr Rochen. Boah, ist das cool. Was ist das jetzt hier? Hallo? Hallo? Shark Meat Fin. A large Shark Fin. Ja, toll. Wird sofort gebraten. Ich freue mich. Wir haben den Hai erlegt. Das heißt, wir haben ihm gezeigt, wer der Boss ist. Das wären dann wohl wir. Die Frage ist bloß, wo ist das Wrack hin? Mann, alles muss man aus den Augen verlieren. Da liefert man sich einmal so ein Kämpfchen und dann ist man sofort wieder am A der Welt. Das verstehe ich nicht. So, wie sieht's denn aus? Gar nicht so schlecht. Zack. Alter Schwede, das ist Gott sei Dank. Das tut mir jetzt ein bisschen leid für den Hai. Also so tierquälerisch möchte ich eigentlich nicht sein. Shark mit Fin, Shark mit Filet. Aber wenn ich das Wort Filet höre, dann... vielleicht ist Shark Filet gar nicht so übel. Ich warte jetzt, bis die Krabbe fertig ist. Große Krabbe. Durst? Nee, nicht so. Cooked Crab. Mahlzeit. Oh, ich hätte, glaube ich, sogar noch die Kokosnüsse. Klug! Klug! Sehr gut hast du das wieder mal gemacht. Ausgesprochen klug. So. Oh. Jetzt ist natürlich hier... Ah, okay, jetzt haben wir hier eine Cooked Crab, obwohl wir das Mikrowellengeräusch nicht gehört haben. Das ist natürlich ja mal schade. Finde ich aber toll, dass der Firespeed hier noch bleibt. Das heißt, dass die Feuerstelle. Ich werde mich aber jetzt trotzdem nochmal in die Tiefen des Pazifischen Ozeans wagen, um weitere Items zu finden, hoffentlich. Und darauf warten, dass der Arm so verheilt. Ohne Bandagen.
Auch wenn es mit schneller ginge. Okay, ich bin auf jeden Fall in die richtige Richtung. Okay, hier ist eine Toolbox. Und hier haben wir eine Torch. Das heißt, wir haben noch eine Torch. Sehr praktisch. Weil, da war das, genau. Mhm. Finde ich eigentlich toll, dass hier vor einer Insel drei Wracks sind. Das ist sehr praktisch. So. Moment. Hier ist nichts mehr. Jetzt schwimmen wir mal hier runter. Schauen wir mal nach. Ich glaube, hier haben wir aber schon überall reingeschaut. Duct Tape, cool. Klebeband. Oh. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch der selten giftige Fisch. Der ist tatsächlich giftig. Ich dachte immer nur so, bisher bin ich ihm immer ausgewichen. Scheiße. I feel strange. Ach du Kacke. So, dann würde ich sagen, können wir uns wirklich die Medizin zu Gemüte führen, wenn wir hier jetzt Leben verlieren. Aber der Arm sieht irgendwie nicht so toll aus. Okay, es ist Zeit für Medizin. Wozu hat man denn Medizin? Wenn man sie nicht einnimmt, die tollen Pillen. Aber diese Atmosphäre ist einfach genial. So. Medizin. Okay. Vergiftung ist weg. Und die Pillen funktionieren sogar noch. Sehr toll. Toll. Sehr toll. Hier wird nochmal der Crab verspeist. Dann wird hier Drinkable Coconut. Nochmal Drinkable Coconut. Schlürf aus. Schlürf aus. Oh. Schlürf aus. Zack. Und jetzt Kokosnuss weit werfen. Zack. Ich hasse das, wenn das nicht so funktioniert, wie ich das will. Das hat funktioniert. So. Und das hat auch funktioniert. So, wie ich das sehen will. Ich esse einfach mal alles auf. Ist egal jetzt. So, Hunger haben wir auf jeden Fall keinen mehr. Vergiftung haben wir auch nichts mehr. Wir sind nur blutüberströmt. Jetzt ist natürlich die Frage. Eins möchte ich auf jeden Fall in der Aufnahme noch schaffen. Ich denke, wir können uns das erlauben, dass wir, dass wir die erste Aufnahme hier ein bisschen kürzer halten. So, die schaltet sich automatisch ein um 5 Minuten nach 18 Uhr, denke ich jetzt mal. 1. Oktober, einen Tag haben wir überlebt. Sehr schön. Das können wir uns erlauben, glaube ich. Dass wir hier mal die Folge die Aufnahme ein bisschen kürzer halten. Dann fäll ich jetzt hier noch die Palme. Zack. Gefällt mir. Haha. Hahaha. Oh mein Gott. Dann entdreien wir die. Oder nee, entzweien. Zumindest den Stamm. Ja. Den Stamm entzweien wir. Dann werden wir das noch fällen und ich würde sagen, dann könnten wir eigentlich. Wobei ein Bett kann man nicht mitnehmen. Schade. Ich möchte mich nämlich ganz ehrlich nicht auf der Insel ansiedeln. Die ist mir einfach zu klein. Da kann man nicht richtig bauen. Es sei denn, man setzt sie hier in die Mitte, aber Baumaterial haben wir hier. Wir haben hier die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na gut.
7 Palmen, die auch noch... Ja, gut. Ich finde das ja auch ein bisschen doof, denn die Beinoculars haben wir jetzt 2, aber die helfen. Naja, wir können uns vielleicht den Mond hier besser ansehen. Und seine schnelle Umdrehung. Aber die Fahne von Armstrong können wir trotzdem nicht sehen. Also weg damit. So. Wasserflasche, um Himmels Willen, bleib hier. So. Habe ich bereits erwähnt, dass die Wasserflasche und unser Rettungsboot unsere besten Freunde sind? Neben unseren besten Feinden, den Haien. So. Genau. Ich war beim Fällen. Dann können wir nämlich, wenn wir das Ganze hier fällen, das Problem ist ja hier, das werdet ihr ja dann gleich noch sehen. Also gleich eher nicht, aber in einer der nächsten Stranded Deep Aufnahmen auf jeden Fall, dass man hier relativ wenig ins Inventar packen kann und dass die Schiffsfahrten von einer auf die andere Insel, die sind jetzt alle gleich auf, wenn euch das auffällt, die Schifffahrten dauern ewig lang. Und wenn man hier nur so wenig mitnehmen kann, okay, das sieht wieder ganz gut aus, wenn man hier nur so wenig mitnehmen kann, finde ich das ganz ehrlich ein bisschen doof. Das heißt, das wäre mal so wünschenswert in einem Update, dass man entweder hier die Zeit verringert, die man braucht, um von einer Insel auf die nächste zu kommen, oder dass man das Inventar vergrößert. Was ist mir eigentlich... ist die Frage. Ich glaube, dass sogar besser wäre, wenn man das Inventar größer macht. Aber ich find's einfach ein bisschen doof, wenn man hier so gefühlte 10 Jahre von einer Insel auf die andere fahren muss, was ihr dann noch sehen werdet, wie gesagt. Und dann auch noch so ein kleines Inventar hat. Das ist einfach das einzig Blöde. Und deshalb ist es auch schwierig hier, weil auf einer Insel so eine vernünftige Bude bauen aus 8 Palmen. Ich meine, das ist verhältnismäßig eigentlich viel, was ich zumindest aus meiner Erfahrung schon sagen kann. Allerdings muss ich trotzdem sagen, dass ich mich nicht auf dieser Insel niederlassen wollen würde, sondern auf einer eher größeren, wo man mehr Aussicht hat. Nicht nur so einen fetten Frackarsch im Ausblick. So. Das nur nebenbei, und ich würde sagen, wir machen uns jetzt noch ganz kurz als Abschluss ein Campfire aus 5 Sticks. Zack, 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 zack. Zack. So, Campfire. Das geht jetzt nicht, oder wie? Das nenne ich ja mal doofe Kiste. Das ist doch wohl nicht euer Ernst. Web. Na gut, dann haben wir jetzt einen verloren. Aha, so ist das. Mhm. Oh, was ist das jetzt hier? Ah, da kann man dann wieder nachlegen. Das ist ja praktisch. So, kann man hier wieder anzünden jetzt eigentlich? Müsste doch eigentlich theoretisch gehen. Das wäre der Licht. Haha, sehr schön. Also die Nacht müssen wir auf jeden Fall noch rumkriegen, würde ich sagen. Wie steht's mit dem Mond? Ich finde das so geil. Das sieht einfach so geil aus. So. Wahnsinn. Die Nacht kriegen wir auf jeden Fall noch rum. Dann können wir eigentlich noch eine Kikorpalme ernten. Mit dem Messer. Mit unserem kleinen Taschenmesser, da geht alles viel besser. Wie jeder weiß. Die Machete liegt ja einfach so, die würde sich eigentlich auch anbieten, aber pff. Wozu denn ein Messer, wenn man es nicht benutzt? Jetzt fällen wir noch kurz diese kleine, aber feine Palme. Palm Tree.
zack. Komm zu uns. Ah, hier ist noch ein Rock. Sehr schön, die Krabbe ist fertig. Große Krabbe ist fertig. Zack, nächste große Krabbe aufgehängt, fertig. Weiter geht's, ist die auch geguckt? Nee, nur Crab. Nur Crab. Dann wird hier noch fleißig gefällt. Und ich würde sagen, dann sind wir eigentlich für unsere erste Aufnahme, auch wenn sie ein bisschen kürzer geworden ist, relativ erfolgreich. Zack. Und hier auch noch auseinanderspalten. Zack, zack. Fertig. Und hier rauf auf den schönen Sammelplatz. Und dann kann man das einfach so, ja, abstellen, lagern, türmen und kann sich so seinen eigenen Turm nach Babylon bauen. So, hier. Ich glaube, die packe ich mal hier rüber. Obwohl hier nur Maschinenkram und so ist. Hm. Habe ich noch Kokosnüsse? Da könnte ich mir eigentlich noch ein paar besorgen. Wo gibt es denn noch Kokosnüsse? Hier. Komm zu Papa. Das letzte Stück, das fällt dann immer runter. Ich weiß nicht warum. Warum machst du das, Sepp? Kannst du dir das erklären? Nee, kann er nicht. So, zwei grüne Kokosnüsse. Hier geht wieder die Sonne auf. Yucca-Palmen finde ich praktisch, dass sie nachwachsen. So hat man nämlich auf einer Insel unendlich Lashings. Meines Wissens nach spawnen, wenn man das so sagen kann, sind auf einer Insel immer nur unterschiedlich viele Steine bzw. Sticks und dann halt auch Palmen. Ich glaube sogar, dass Palmen nachwachsen können, aber das würde dann auch ein bisschen dauern, glaube ich. Wenn man hier so eine Palme von einem auf den anderen Tag in die Höhe schießen sehen will, so wie in Minecraft zum Beispiel, dann hat man hier eher wenig Chance. Was war denn das gerade für eine Dschungel-Tarzan-Aktion? Ich bin fast tot. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war wieder mal eine Meisterleistung, Herr Sepp. Wenn euch ein besserer Name für unseren Stranded Deep Sepp einfällt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Das ist meine einzige Aufgabe für euch. Beziehungsweise kann ich gleich mal sagen, schreibt gerne. Nee, das ist Cooked Crab. Oh, jetzt regnet es auch noch zum Schluss, das ist ja fein. Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet und was ihr für Vorschläge habt, wie wir unseren Stranded Deep Sepp nennen können. Ansonsten verabschiedet sich jetzt die Sonne, weil es jetzt regnen wird. Schade. Ich mag Regen nicht so gerne. Das ist immer ein bisschen doof, wenn es regnet, finde ich. Weil das ist so laut und dann versteht man gar nichts. Auf jeden Fall wird es noch fertig geköchelt und dann würde ich sagen, wir sind erfolgreich für diese erste Stranded Deep Aufnahme. Trotz den Anfangsschwierigkeiten. Haben wir alles recht gut überstanden. Von dem Hof. Hallo? So.
Fall doch nicht immer runter. Was ist denn los mit dir? Jetzt ist er gleich tot. Mann.